Hallo. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir zu diesem besonderen Beethoven-Abend hier mit dem wunderbaren WDR-Funkhausorchester unter der Leitung von Wayne Marshall. Mein Name, die können gerne applaudieren, das freut uns. Ja, mein Name ist Isabel Hecker und ich freue mich riesig, dass ich heute euch hier in der Kölner Philharmonie zusammen mit Cassandra Wedel begrüßen darf. Cassandra Wedel ist nicht nur die Solistin des heutigen Abends, sie ist jetzt auch gerade meine visuelle Gebärdenstimme. Wir werden euch heute unter Beweis stellen, dass man Musik nicht nur hören, sondern von den Haarspitzen bis in den kleinen Zeh spüren kann. Und wir zeigen euch, dass man Musik sogar sehen kann. Ja, danke schön. Ludwig van Beethoven war es, der uns zu diesem Konzert inspiriert hat. Dieses Jahr hätte er 250-jährigen Geburtstag gefeiert. Ja, mit Ende 20 verlor Beethoven sein Gehör. In seinen letzten Lebensjahren war er dann völlig taub. Trotzdem hat er weiter komponiert und hat seine größten Meisterwerke geschrieben. Cassandra sagt, Mensch, das ist ein super Publikum. Das, so viel Applaus hatte ich noch nie. Danke. Ja, Cassandra sagt, dass gehörlos zu sein nicht automatisch bedeutet, dass alles still ist. Ganz im Gegenteil, ihr Körper und ihr Geist sind ständig in Bewegung. Und sie ist der Auffassung, dass Beethoven nach innen hören konnte. Und deshalb konnte er auch noch weiter komponieren, als er völlig taub war. Und er hat auch diese Fähigkeit nie verloren. Das hier, liebes Publikum, ist eine Premiere. Ein Konzert für Hörende, Gehörlose und Schwerhörige gab es noch nie. Und damit wir alle hier in der Kölner Philharmonie die Musik von Beethoven erleben können, werden Visual Artists die Musik des Orchesters in Bilder und Lichter übersetzen. Ja, man kann sagen, eines der berühmtesten Werke von Beethoven ist wohl die Sinfonie Nummer 5. Den Anfang kennt wahrscheinlich jeder. Wir versuchen es mal. Da-da-da-da. Er ist weltberühmt. Naja, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, glaube ich. Naja. Naja, aber auch für Beethoven selbst war diese 5. Sinfonie ein ganz besonderes Werk. Es war nämlich so eine Art Kampfansage an sich selbst, diese Sinfonie. Er hat sie geschrieben zu einem Zeitpunkt, da merkte er, dass er ertaubt. Und damals beschloss er eben nicht aufzuhören und weiter zu komponieren. Los geht es jetzt mit einem Stück, das trägt den Namen Fünf, also 5. Geschrieben hat es der australische Komponist Gordon Hamilton. Und Gordon ist auch heute hier. Gordon, du sitzt hier irgendwo, winke einmal. Da sitzt er. Bitte aufstehen. Das Stück, das er geschrieben hat, ist so kurz wie ein Popsong. Es ist ein bisschen verrückt, es ist abgefahren. Und er hat es für einen ganz bestimmten Mann hier auf der Bühne geschrieben. Und das ist der erste Geiger, der Konzertmeister des WDR Funkhausorchesters. Er spielt noch an seiner Geige rum, Juraj Dzidzmanowicz. Er wird jetzt gleich in dem Stück 5 die Solo-Melodie spielen. Hier ist das WDR Funkhausorchester mit Juraj Dzidzmanowicz und hier ist der Dirigent des heutigen Abends, Wayne Marshall.
ich habe mir einen jungen Mann mitgebracht zur Verstärkung. Das ist Marco Gonzales. Er ist Gebärdensprachdolmetscher. Und er wird jetzt dabei helfen, damit ihr mich auch alle verstehen könnt. Ich habe gerade erfahren, er kann auf Kölsch und auf Bayerisch gebärden. Also, ihr könnt euch aussuchen. Wahrscheinlich Kölsch hier, oder in der Kölner Philharmonie? Das ist gut. Ja, also nicht nur heute Abend, schon seit Anfang dieser Wochen finden in ganz Deutschland Workshops, Projekte und Konzerte zu Beethoven statt. Das Beethoven-Experiment, so hat die ARD diese spezielle Woche genannt. Und der WDR ist natürlich auch mit dabei und hat sich eine ganz besondere Geburtstagsaktion ausgedacht. Beethoven, ein Tanzprojekt für junge Menschen. Musik von Beethoven, also klassische Musik, auf eine Tanzfläche zu bringen, also das ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Für den Komponisten Stefan Behrisch aber überhaupt kein Problem. Der ist heute hier. Stefan, wo bist du? Sehr schön. Und er sieht sehr glücklich aus. Schön, dass du da bist. Stefan hat extra für dieses Projekt eine Collage angefertigt. Die besteht aus mehreren Werken von Beethoven. Und er hat es geschafft, die Musik von Beethoven tatsächlich tanzbar zu machen für Hörende, Gehörlose und Schwerhörige. Unterstützung hatte er dabei von jemandem, der sich mit Dancefloors bestens auskennt, und zwar dem Produzenten und DJ Mark Romboy. Soweit zur Musik. Kommen wir zum Tanzprojekt. Das Tanzprojekt, das wurde geleitet von unserer Solistin des Abends, Cassandra Wedel, und ihrer Assistentin Elisabeth Brichter. Hier ist Sandra, Cassandra nochmal. Cassandra, wir sind natürlich alle neugierig. 30 Jugendliche haben mitgemacht. Aus NRW waren die. Wer war denn da noch? Also, was war das für eine Gruppe? Wer war da mit dabei? Also, es waren insgesamt 10 Hörende. Der Rest waren gehörlose und schwerhörige Kinder. Und klar, normalerweise ist klassische Musik für Gehörlose nicht praktikabel, sodass wir normalerweise nichts mit der klassischen Musik zu tun haben. Und das ist das Besondere an diesem Projekt. Genau. Wie ist denn das Projekt abgelaufen? Was habt ihr da so gemacht? Also ich und Elisabeth Brichter, meine Assistentin, wir haben gemeinsam überlegt, wie wir das machen, weil da so viele Kinder und Jugendliche waren, und gesagt, wir wollen nicht einfach eine Choreografie fertig hinlegen, dass die Kinder das kopieren, sondern wir wollten ihnen Werkzeuge geben, dass sie Musik, den Rhythmus auch wirklich mitbekommen können, auch wirklich verstehen können, was Tanzen bedeutet. Wir haben sehr viel Improvisationsarbeit gemacht und aus dieser Improvisationsarbeit haben wir einzelne Stücke genommen und daraus die Choreografie erarbeitet. Das heißt, diese Choreografie besteht aus Dingen, die die Jugendlichen und Kinder selber entdeckt haben. Genau, war toll, war ein tolles Gefühl. Und was da in den Workshops noch so passiert ist und wie die Stimmung unter den Tänzerinnen und Tänzer überhaupt war, das seht ihr jetzt. Film ab, bitte. Hallo, ich heiße Jona, heißt es. Also, hoffe ich. Musik ist etwas, das man spürt, mit dem ganzen Körper, mit der Haut, unter den Füßen, im Herzen. Also Musik ist so viel mehr als nur was rein Akustisches.
do. I need your ass up, boy, I don't want to. Better listen when I talk, nigga, talk to. On the dance floor, nigga, don't hold me. I don't give a fuck, I do what I want to. I need your ass up, boy, I don't want to. Better listen when I talk. Ich habe keine Ahnung. Es ist wie in einer anderen Welt, finde ich, weil man anders wahrnimmt, die verschiedenen Sachen, die andere Sinne sind schärfer und das finde ich krass. Kann ich noch ganz kurz was sagen? Bitte. Genau, also für das Stück heute hatten wir insgesamt, also für 12 Minuten, hatten wir 12 Tage Zeit zum Proben. Das war wirklich eine Herausforderung. Also ich bin sehr gespannt, wie es hier heute läuft. Danke. Vielen Dank, Cassandra. Wir werden dich gleich in Aktion sehen, zusammen mit den Tänzerinnen und Tänzern. Bevor das geschieht, möchten wir uns aber erst noch mal bedanken. Bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die dazu beigetragen haben, dass Beethoven überhaupt stattfinden konnte. Vielen, vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Deutschen Bühnenverein, der das Projekt im Rahmen von Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung gefördert hat. Und damit heißt es Bühne frei für die Tänzerinnen und Tänzer und unsere Solistin Cassandra Wedel. Hier ist das Funkhausorchester, das WDR-Funkhausorchester Mark Romboy und Wayne Marshall mit Beethoven bewegt.
Ich sehe lachende Gesichter. Glücklich sind alle. Das war ein Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Blumen gibt's auch noch hinter der Bühne? Aber sie kommen an, das kann ich sagen. Tja, danke schön. Ja, eine Sinfonie ist in der Musik sowas wie eine Königsdisziplin, kann man sagen. Viele Komponisten haben sich an dieser Disziplin versucht. Keiner beherrschte die so gut wie Beethoven. Er hat insgesamt 9 Sinfonien geschrieben. Die 5., wir haben schon drüber gesprochen, war wahrscheinlich die bekannteste. Wir werden die 5. Sinfonie heute Abend aber nicht in der Originalversion hören, sondern in einem Remake, in der modernisierten Version. Stefan Behrisch hat die für uns ins 21. Jahrhundert geholt und wie er das gemacht hat, das erzählt er uns jetzt. Ich gehe mal zu ihm hin. Es dauert ein bisschen, jetzt muss ich den Weg wieder finden. Sie müssten leider Ihre Füße einziehen und Ihre Beine. Dankeschön. Danke. Stefan winkt nochmal. Ach, da oben. Ha, mache ich noch ein bisschen Sport. Stefan, da bist Hallo, du. Hallo, da bin ich. Stefan, die Sinfonie ist über 200 Jahre alt. Was fasziniert dich so sehr an der? Ja, Beethoven ist natürlich ein maßstabsetzender Komponist. Mit allem, was dazugehört, tolle Melodien, großartige musikalische Stimmung. Aber ich finde ganz besonders interessant, wie es Beethoven gelingt, aus ganz kleinen musikalischen Bausteinen so ein großes Bild zu bauen und in einer total natürlichen, logischen Weise. Alles entwickelt sich von einem zum nächsten ganz natürlich und am Schluss ist dieses gewaltige Bild für uns. Das ist schon sehr faszinierend, finde ich. Ein richtiger Beethoven-Fan, hört man schon. Wie bist du denn vorgegangen bei diesem Remake, bei dieser modernen Version? Also generell beim Komponieren versuche ich, einen möglichst persönlichen Zugang zu finden, also einen emotionalen Zugang, weil ich finde, dass Musik bewegen soll. Ich will was fühlen beim Musik hören, beim Musik machen. Und jetzt konkret bei diesem Stück, was ja auf der 5. Beethoven aufbaut, bin ich einfach durch das Stück gegangen und habe die Momente gesucht, die mich besonders bewegen, was teilweise nur wenige Töne sind. Und habe die dann in meiner musikalischen Sprache neu formuliert, ausgearbeitet. Und ich bin natürlich ein völlig anderer Komponist, weil ich in einer ganz anderen Zeit lebe, völlig anderer Mensch. Und das alles zusammen, also Beethovens Bausteine mit meinem musikalischen Hintergrund, das ist dann das nächste Werk. Viel Spaß dabei. Das klingt spannend. Vielen Dank, Stefan Behrisch. Ich komme wieder zurück auf die Bühne. Wenn ich die richtige Reihe erwische, vielen Dank, Sie müssen nochmal aufstehen. Dankeschön. Ja, damit wir jetzt die Musik von Stefan Behrisch so richtig erleben können, setzen wir jetzt nochmal einen obendrauf, was die Visuals, die Bilder und Lichteffekte hier auf den Leinwänden anbelangt. Und diese Visuals, die kommen von dem Berliner Kollektiv Schnelle, bunte Bilder. Die sind heute hier. Zeigt euch doch mal, die sitzen hier mitten im Publikum. Zaghaft, könnt ihr mal aufstehen oder steht ihr schon? Nein, steht auf, dann kann man euch sehen. Ich vermute, die werden jetzt gleich ordentlich ins Schwitzen kommen. Die haben nämlich jetzt gleich ganz schön was zu tun. Die Visuals, die werden sie nämlich jetzt live zur Musik machen. Sie haben in den letzten Wochen ein Programm entwickelt, das die Töne der Instrumente in Lichtsignale umwandelt. Das heißt, sie werden jetzt in Echtzeit das hier an die Leinwände strahlen, was die wunderbaren Musikerinnen und Musiker hier auf der Bühne spielen. Und das ist nicht ohne. Sonst wäre es nicht das WDR Funkhausorchester mit Wayne Marshall. Also, ich sage Bild und Ton ab, Augen und Ohren auf, das WDR Funkhausorchester!
Thank you.
Thank you.